Energie besitzen. Weil das, was wir hier an Zeug haben, finde ich ein bisschen extrem. Weiß ich, wie ihr das so seht. Das ging schnell. Gut, ist das schon mal schön. Also bis jetzt hält sich das Spiel noch relativ human. Okay. Ich dachte, man könnte da irgendwie... Ja, nicht an Bayonettas Arsch da oben. Ich meine da oben an den Zug dran. Aber, ja, scheinbar nicht. Ich kann auch genau erkennen, wer von denen lebendig wird. Hab nicht zugehört, hab einen Freudestanz vollführt, weil ich seit heute Morgen Radar tischte und ich endlich richtige IVs, Fähigkeiten und Wesen bekommen habe. Ich habe gemeint, bei den Sachen, die wir haben, ob da vielleicht die Sachen von letztem Spielstand noch mit drin sind. Weil ich das doch ein bisschen viel finde. Und eben habe ich auch noch gesagt, dass ich eigentlich gucken wollte, ob wir nochmal auf den Zug gehen können, der in der Luft geschwebt hat. Den konnten wir aber nicht richtig sehen, weil die Kameraperspektive halt Bayonettas Arsch in die Kamera gezeigt hat. So sehr ich diesen Fanservice halt auch mag, ist es halt immer ein bisschen schwierig in manchen Situationen, wenn man halt nicht nur drauf achtet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal hochgucken will, dann ja, ist halt blöd, ne? Fröschlein! Woggerty! Having an outdoor recital? Oder weil du gekauft hast. Nee, eigentlich nicht. Diese schraurig schönen Edelsteine sollen angeblich aus der verfolgte Ambra-Hexen. Stehe sie wel von sogenannten Ambra-Hexen, Vertrauten bewacht schwarze Katzen, Krähen oder Kröten. In jedem Kapitel kann je eine Katze, Krähe und Kröte gefunden werden. Wenn sie alle aufspült, öffnet sich ein neuer Pfad. Oha. War das beim ersten Mal auch, als wir das gespielt haben, so laggy? So, Magie-Lolli. Hä? Das Spiel soll mich fett am... soll mir fett am... fett den Arsch lecken. Warum muss denn jetzt schon wieder passiert?
Oder meinst du Bayonetta? Ich glaube eher, du kannst hier am Arsch lecken. Hm? Hm. So, die nehmen wir mal mit auseinander. Weil ich die restlichen Eier ausbrüte und dort manchmal zwei perfekte Menkis kamen. Ach so. Ist doch schön. Hast du mich mit dem verwechselt? Du musst ganz schön eingerostet. Sag Bescheid, was du brauchst. Ich war selten geschmeidiger. Wenn du sagst. Die Sache ist nur, bei all dem Durcheinander ist es nicht leicht, an Heiligenscheine zu kommen. Doch auch eine chaotische Wirtschaftslage hat ihre Reize. Und du möchtest, dass ich etwas ankurble? Dass ich sie etwas ankurble? Ja. Das nervt nur. Mie, du drehst die Schallplatte rum. Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, ob es der Hut ist oder nicht, aber ich finde, der hat Stil. Jetzt fordert er sie zum Tanz auf. Na klar. Tanzbattle verliert er. Bayonetta kann besser tanzen. Welcome to the gates of hell. You can expect a fair rate for these. Auch für diese Schätzchen mache ich dir einen guten Preis. Of course I'll gladly accept any halos you bring in. Might even have something special for you. Aha. Er hat also für Bayonetta was Spezielles. Ich hab was in der Hose für dich. Hold up. Almost forgot to give you this. Ah, oh, falscher Knopf gedrückt. Ich wollte mich eigentlich umgucken. Demon slave and figured you could handle it. Take special care of my baby. Holy shit, es kommt doch auf die Größe an. Ja. Yeah. Ja, tschüss, wie groß das Ding ist. Kannst du Waffen und Zubehör... Ja, ist mir schon klar. Eine riesige Keule, in die ein Antimateriegewehr integriert wurde. Diese sperrige Waffe eignet sich für Nah- und Fernangriffe. Drachenimpuls. Halte in der Luft B gedrückt, um diese Technik aufzuladen. Ich will trotzdem nochmal in die Gates of Hell. Ihre Voice Lines werden in 34 Videos benutzt. Da wette ich mit dir drauf. Welche Voice Lines? Die diese... Welcome to the Gates of Hell. Rodins Schätze. C-Kugel 43, Bio 3 Weiß. Diese Couleur-Kugel gewährt durch die Nutzung und mit dem Supersiegel 3 Zugriff auf das weiße Farbschema vom Amethystmond. Rot wäre auch nicht schlecht. Schlafende Hundstatue. Gucken wir mal. Oh, eine weiße Bayonette wäre auch nicht schlecht. Was haben wir denn? Leidensblick. Erzürnt Gegner, ohne sie zu provozieren. Erhöht nach vollständigem Verbrauch der Zauberkraft deren Regeneration. Brauche ich jetzt nicht. Items. Sus Voice Lines von Bio oder wenn sie stöhnt. Ja, gut. Midas Testament. Gegner Essenzen. Rotglühender Schuss. Ja, den hole ich mal.
Ja, keine Ahnung. Ach, für 340. Hm, ja, jetzt weiß ich, was du mit... Jetzt weiß ich, was du meinst. Hm. Ups. Ich würde gern gucken. Geh, Prügel. Wenn da jemand ein Loch reinjagen würde, okay. Das hat uns gerettet, aber wer zum Teufel bist du? Ups. Ich will zwar nichts sagen, aber... Okay. Das ist cool. Ich verwandle mich immer in die Waffe, die ich habe. Okay, verstehe. Wie sie damit ganz entspannt rumläuft. Als hätte sie jeden Tag ein großes Ding im Auge. In der Hand. Für heute auf. Euch noch einen schönen Abend. Bye bye. Mach's gut, Hino. Mal gucken, wie lange wir heute machen. Oh, wo sind diese scheiß komische, dieser komische Rabe? Ich kann doch unter Optionen jetzt. Ich habe doch ein Kostüm freigeschaltet. Bildschirm. Hier, Kostümfarbe. Wirklich? Aber auch nur noch 30 Minuten. Aber das geht immer gar nicht. Das auch nicht. Das ist okay. Eine rote Brille, aber nicht weiß. Das geht auch, finde ich. So, Justin hat noch 30 Minuten. Ich würde sagen, mal gucken, wie weit, wie es dann später aussieht. Weil wir müssen es ja nicht heute komplett am Stück durchspielen. Das hat gedauert. Definitiv zu viel Auerbohauer.
Hey, Boys. Folterangriffe. Betäubte Gegner mit Angriffen deiner Betäubte Gegner oder zerbrich ihre Rüstung, um Chance auf einen Folterangriff zu halten. Also mit der Madame Butterfly komme ich besser klar. So. Weiß nicht, die roten Haare sehen komisch aus. So, gucken wir mal. Die Brille kann rot bleiben. Die Haarfarbe würde ich... Ah, ich weiß nicht. Lila. Ja, schwarz. Schwarze Haare passen halt am besten zu ihr. Ich meine, wir könnten eine Blondine draus machen, aber... Können wir die Kostümfarbe weiß machen? Das geht auch. Wir müssen hier lang. Müssen wir das kaputt machen? Die kann ich hier auch nicht machen. So, gucken wir mal. Wie lang müssen wir, ja? Gut. Hier gibt sonst nichts mehr. Ich bin mit dem normalen Waffenset eigentlich mehr als zufrieden. Und mit dem Schmetterling. Das gefällt mir nicht, was ich da höre. Kurier von Arcanes Netz, einem zwielichtigen, äußerst exklusiven Lieferdienst, der ein großes Angebot an mehr oder weniger legalen Waren hat. Falls du ihn während des Botengangs begegnen solltest, greif sie an und schnapp dir die Ware. Ja, gut, ne? Kräfte der Umbra falsch halten auf Registertechniken. Stimmt. Und er hat ja so ein Skillsystem. Das sieht für mich... Oh. Wow. Das wird so nichts, Leute. Könnt ihr vergessen. Walli! Weißt du, wen wir da brauchen? SpongeBob und Patrick mit einem Quallennetz. Die machen mit dem Ding kurzen Prozess. Wie lange machst du noch, Luna? Madame Butterfly. Ja.
like they don't care much for your techniques. Why don't I try a more attentive approach? Au. Warum krieg ich so viel Damage? Ah nein, ich war zu nah an dem. Ich war zu nah an diesen Dingsbums. Ah, oh, ich Vollidiot. Ja, das war klar. So. Muss ich erstmal wieder ein Lolli nehmen, weil ich zu nah an diesem Dingsbums gewesen bin und wieder den falschen Knopf gedrückt habe. Ah, herrlich. So. Was ist das? Kann sein, dass es eine andere Bayonette in einem anderen Multiversum war. Ja, yeah, Gold. So sieht's aus. Geld regiert die Welten. Wird Zeit, sich ums Geschäft zu kümmern. Zeiten wie diesen bringen immer ordentlich Knete ein. Drücke in der Kapitelauswahl Minus, um in der Hölle... Ja, schon klar. Du hast den Dreifarbschlüssel erhalten. Mit Hilfe des Schlüssels sollte es dir gelingen, das Siegel des alten Bilderbuchs zu brechen, das im Tor zur Hölle zum Verkauf angeboten wird. Hier kannst du nicht nur dein nächstes Ziel auswählen, sondern auch Plus drücken, um dein Menü aufzurufen, um zu trainieren und Einstellungen zu ändern und mehr. Und ab sofort... Ja, schon klar, was ich alles kann. Bayonetta 2 Phänomen Spieldaten gefunden, die über die unverwechselbaren Schusswaffen tragische Liebe und sind ab sofort verfügbar. Ja, ich will aber in den Shop rein. Ich brauche mich ja nicht wiederholen. So. Ja, und wo kriege ich jetzt dieses komische Buch her? Das kann ich mich jetzt öffnen. Boy. Brauche ich mir erstmal ganz viel zum... Wieder das Testament. Ah. Der Kubo Flair, tragische Liebe, Hexenherz kann ich kaufen, Mondperle. Ja. So. Machen wir mal weiter. Bim, bim.
John! 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 Ich wette mit dir, das wird... Ja. Auch für andere Videos benutzt. Small Creek Roar! Spinne! Spinnchen! Spinnchen! Ist das gut oder lief das nicht so gut? Ich weiß es nicht. What? Was that? Phantasmarinae. Okay. Ich dachte, ordentliche Beute zu wittern, doch es ist bloß eine hässliche Hexe. So viele Augen und trotzdem fehlt sie der Blick fürs Wesentliche. Geschwätziges Weib, ich sollte dich hier und jetzt zermalmen. Ich glaube, dem... Richtig zäh bist du. Du erinnerst mich an die Herren. Also gut, da unser Schicksal... Da uns die Schicksalsfäden aneinander binden... da unser Schicksalsfäden aneinander binden... Muss ich nicht verstehen, oder? So, lass mich raten. Wir können uns jetzt in Dingsbums verwandeln. Na komm. Ich hab's gecheckt. Ja, gecheckt habe ich ja schon, aber das Lesen war halt komisch. Ja. Der Arsch musste sein. Gut, lass mich raten. Das wird doch nichts. Ich wusste aber nicht, dass die Dinger auch jagen. Ich meine, die wurden von Menschen geschaffen, um Menschen zu killen. Lacunosus. Sus. Okay. Au. Oh.
Na komm. So. Weiß ich, dieses Weiß sieht irgendwie bei Bayonetta komisch aus. Ich meine, es geht. Ich finde es mal ganz nett, noch was anderes zu machen, außer nur schwarze Haare, aber. Oder Kostüm zumindest. Habe ich noch Talente? Charaktere: Viola, Jean, die platinblonde Hexe, Rodin, oberster Waffenschmied, irritierender Informant, unerfahrener Hitzkopf, die Hexe der Genesis. Atlas der Anatomie. Ach so, das sind diese Viecher. Das sind die Höllendämonen. Da sieht man die Details. Größe 15 Meter. Gewicht 58 Tonnen. Brutalität in Vielfalt. Alter, über 500 Jahre. Die ist schon ein bisschen am Gammeln, hä? Gamora, was sagt denn Jonas Schoßhund? Höhe 45 Meter insgesamt. Okay. Gewicht 5000 Tonnen. Geburtsort Johannesforst, Spezialität Klettern, Rutschen, Alter über 150 Millionen Jahre. Holy shit. Da ist die ja noch relativ jung im Vergleich zu dem Vieh. Engelsschöre, ja, Itemkatalog. Kröte, Farben meiner Welt, G-Prügel, G-Prügel, aha. Heiligen, ja gut. Bowling-Turnier. Kompendium der Künste. Ja, komm, passt schon. I can take the heat, but that's a bit much. That water tank looks useful. I don't think I'll be getting close, though. Malfred! Unleash it! Unleash it! Unleash it! Die kann ich steuern. Doch, das muss man erstmal checken. Das muss man erstmal checken. Boah, das Problem ist, die Viecher, die sind halt echt übel. Gehst jetzt auf. Gute Nacht, Justin. Ich weiß nicht, ob die Yuna schon schlafen ist. Sie hat jetzt noch nicht Tschüss gesagt. Aber wenn nämlich die Hino und die Yuna gehen. Oh, sie kann so schnell. Leck mich. Wie soll man das denn hinkriegen? Noch da. Gut. Unleash it.
not picking up. Interessant. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Das wäre mal interessant zu wissen. Ist da oben noch ein Wassertank? Nee, ne? Wie lange machst du nur noch? Dann würde ich nämlich entscheiden, ob ich den Stream weiterlaufen lasse oder nicht. Das ging schneller als erwartet. Weiß nicht. Eine Weile. Will's schon noch. Okay, reinplatt. Ja gut, ich habe keinen Damage bekommen, ne? Also entweder bin ich besser geworden, was ich nicht glaube. Besiege alle Gegner. Lebenskraft, begrenzte Zeit, nur Schaden in Hexenzeit, keine Folterangriffe. Nee, ich hab keinen Bock auf diese Dinger. Dann wollen wir mal weiter. Was ist denn hier die Musik? Oh, hier muss man echt aufpassen. Yay, Höllenmusik. Aber ich habe eigentlich alles ausgegeben. Ich brauchte erstmal eine Weile nicht hin. Was, Cheshire? What's that? Come on, Cheshire. Someone's having fun. Hat jemand Spaß? Wenigstens ist das Kätzchen auf seinen Füßen gelandet. Ja, okay. Little Kitty. Oh, 90% Off-Bore. Willst du ja nichts sagen, aber holy shit. Hab ich jetzt aufs Maul geguckt, weil ich zu weit rein bin? Aspiratus. Schwere gepanzerte Einheit. Au. Ich muss erstmal meine... Übe ich den lieber selbst. Slow them down. Let's down.
Yeah. Böser Boy. Erstmal aus Frust den Bus verprügeln. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich merke irgendwie, wenn ich den Controller halte, entweder halte ich den falsch. Oder irgendwie habe ich heute viel zu viele Controller gehalten und viel zu lange. Irgendwie verlässt mich so ein bisschen die Kraft in der Hand. Not quite a convertible, but I could get used to this. Ich wollte. Warte mal, ich kann doch einfach. Ja, ich renne einfach mal weiter. Wo ich lang muss. Wäre ich da nicht mit der Madame Butterfly besser dran gewesen? Warum laufe ich so langsam? Impressive artistry from the killing machine. Hat die gerade gesagt, überwältigende Kunst für eine Todesmaschine? Das große Vieh schon wieder. Er hat schon Junas Haustrachten gefressen. Sei ich so eine kleine Raupe nimmer satte. It's about time I got moving. Finde ich ja schon auf der einen Seite ganz cool. Aber irgendwie bringt das so ein bisschen Speed raus. Ich vergesse, dass es eine Spinne ist. Komm hier einfach nur. Komm hier einfach durch. Warum kann ich nicht die ganze Zeit einen auf Spider-Man machen? Warum muss ich da. Ich will zwar nichts sagen, aber. So.
Hat Spaß gemacht. Sollten wir mal wieder machen. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's mit der Spinne. Jetzt habe ich nur noch mal den Butterfly. Da hinten ist da schon wieder dieser große Lümmel. Den muss ich verfolgen, ne? Gibt's hier eigentlich sonst noch irgendwas? Hier hinten oder so? Nee, ne? Hallo, Frosch. Having an outdoor recital? Ja, bringt halt nichts, ne? Wenn ich es nicht schaffe. Müsste doch jetzt Ruhe sein. Oh, wer ist das? Endlich mal jemand ohne feste Bindung. Und wie lautet dein Name, mein flauschiger Freund? Böser Hund. Ich lehre recht gerne Gehorsam, weißt du? Ich bring dir schon noch bei, Männchen zu machen, Baldi. Hat sie den gerade Baldi genannt? Strider, Wanderer im Zwielicht. Was an Angel or a Demon? Au! You'll pay for that. Ich habe ein Problem. Ich brauche was, um mich zu heilen. Böser Hundi. Ja, das ist schon klar. Ja, ein bisschen störrisch der Kleine, hm? Ja.
Alter, hat er gerade meine Madame Butterfly gekillt? Dieser Lappen. Die war doch noch gar nicht so alt. Böse Bube. Jo. Flexibles kleines Ding. Ja gut, wer kennt dich im Büro, ne? Oh, der Arme. Was hat dem Rechner wehgetan? Ja, was man halt so macht, ne? Komm, mach jetzt Sitz. Das wär's reif für die Leine. Now why don't you sit for mummy? Why don't you sit for mummy? Das war ein sehr komischer Spruch. Vielleicht hätte ich ihn etwas sanft an. Ja, Bayonetta, nicht jeder steht auf SM. Ist nicht jeder so wie du, hm? Gut. Kann man mal machen. Stadt in Flammen. Normal. Silbertrophäe. Ja, okay, war jetzt nicht so. Ja, passt schon. Will ich in den Shop rein? Nö. Ich glaube, ich habe alles. Ich habe noch genug Lollis. Tja, Bayonetta, hättest du die nicht verprügelt, sondern lieb gebeten, ne? Hätte man da vielleicht, wäre dir nicht abgehauen. Eine von ein paar Mondperlen. Warte mal, dahin muss ich. Und dahin will ich nicht. Aber da unten ist noch was. Was haben wir hier? Ist das ein Sollweg? Ist das ein geheimer Weg? Ach, sowas. Naughty.
Au. Super. Platin. Aber da habe ich doch gar nicht mal wenig Damage gefressen. Aber okay. Was haben wir hier? Nein. Frosch. Rabbit, rabbit, rabbit. You're an energetic little thing. Ja, bringt mir halt nur nicht viel, ne? So, geht's hier weiter? Nee, ne? Da geht's nur in den Tod. So, wir konnten uns jetzt ein paar Halos Heiligenscheine angeln. Hier dran, glaube ich, erinnern. Hier muss man, glaube ich, auch viel mit der Zeit spielen. Das war, glaube ich, auch nicht so einfach. Okay. Zerstörung gibt kein Stuff. Good to know. Darüber müsste ich doch theoretisch können. Perseus Café. Sammle Kombo-Punkte. Ja, das könnte interessant werden, aber es interessiert mich halt nicht. Hier ist auch wieder alles kaputt. Müssen wir wieder ganz machen. Dieser Trottel. Do you believe in fate? Luca? Fate brought us here together. And it will never tear us apart. Ja, ja schon. Das sieht eklig aus. Sag mal, schwingt der da gerade einen Tanzacken oder was? Fraktus. Aha. Da frage ich jetzt mal nicht. Mann, diese Kinder gehen einem mächtig auf den Sack. Hey, wie wär's, wenn du dich für mich um sie kümmerst? Tausend Dank. Sarasita. Ja. Der Typ bleibt seinem Motto treu. Erst handeln, dann denken. Zwinkerscherge ermöglicht die Beschwörung eines Höllendämons, wenn Bayonetta bei ihrem Finalschlag leuchtet, der noch einmal mit einem verheerenden Schlag nachlegt. Okay. Naughty! Ja, ne?
Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass es hier irgendwo... Nur der Luca, den ich kenne, hätte den Mut, mich Sarasita zu kennen. Er muss ja auch auf der Tule gewesen sein. Was um alles in der Welt treibt er hier? Tja, die heißt ja eigentlich Sarissa. Aber, das weiß ich nicht, Sarasita. Also hat nicht jeder den Mut, die Bayonetta Sarasita zu nennen. Interessant. Oh Mann, wie soll ich denn diese Katzen kriegen? Ja, das verstehe ich nicht. Wenn die so schnell weg sind, das ist ein fucking Katze. Die kannst du, halt noch nicht mal anschießen oder so. You're just full of tricks, aren't you? Ruhe, die sich wehrt. Schon wieder Werbung hatte doch erst. Vielleicht, ich weiß es nicht ganz, warum. Vielleicht, weil ich die Verbindung verloren hatte, Yuna. Und dann wurde vielleicht mein Timer wieder zurückgesetzt. Ich hab's nicht extra gemacht. Und eigentlich auf das Dach. Schon wieder so ein Lümmel. Ich glaube, die Madame Butterfly hat schon ein bisschen zu Hause gekriegt. Lolli. Okay. Ja, vielleicht doch nicht. Hab zwar einen genommen, aber passt schon.
Wunderbar. Ich drück nur einmal A. Dann dreht. Jetzt geht er mit der ab. Einmal B drücken. Zweimal B drücken. Okay. Muss ich nicht hinterfragen, oder? Oh nein. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Wie soll ich dieses Buch kriegen? Warte mal. Warte mal, ich muss da vielleicht gar nicht so lang laufen. Hier vielleicht hoch? Ja, vielleicht, aber nicht so. Lass mal probieren. Nee, kannst du vergessen. Drauf geschissen. Ich versteh's halt nicht. Ich versteh's halt nicht. Wie man das so knapp messen kann. Die Brücke geht halt auch nicht zur Seite kaputt, sodass man hätte eine Abkürzung machen nehmen können. Noch ein Tor der Hölle. Wir haben eigentlich genug. Wir könnten mal gucken, ob wir uns irgendwelche. Ja gut, das sind ja nur Waffenskins, ne? Get down to business. So, Zubehör kann ich damit kaufen. Items kann ich auch damit kaufen. Maximale Zauberkraft 25.000. Nehme ich mit. Das kostet 20.000. Rotglühender Schuss. Davon habe ich eigentlich genug.
Passt schon. So. So, was haben wir hier? Kostümfarbe. Ups, falscher Knopf. Entschuldigung. Das wird mir beim Switch-Controller immer passieren. Okay, blau könnte gut sein. Für die Kostüme. Ah, schwierig, ne? Die Brille ist soweit okay. Bleiben wir mal beim Originalen, das ist passt schon. Ist das? Das ist die Spinne. Mit einer anderen Bayonetta. Du Oschi entkommst mir nicht. Keine Zeit. Ah, das sind diese coolen Inliner. Au. Jo. Kann ich auch selbst eine Spinne verwandeln, wenn die nicht mehr will. Jetzt hat sicher gezwiebelt. Eine leuchtende T-Shirt war vielleicht etwas übertrieben. Bist wohl ein kleiner Masochist, was? Ja. Not getting away that easy. Ups. Not picking up. Was? Hä? Ah. Hä? Ja, das ist mal eine schnelle Spinne. Aufgeschissen. Bei diesem Tempo ist es bloß eine Frage der Zeit. Komm schon, Bayo. Mich trifft keiner. Ja. Geht ein bisschen. Papa. Au. Hätte ich vielleicht springen sollen. Hätte ich denn da jetzt ausweichen sollen? Jetzt links oder rechts? Okay, die Entscheidung wird mir abgenommen. Ich fühl's.
killing me. Oops. Manchmal ist es schwierig zu wissen, wo man lang muss. Mit den ganzen Effekten. Ich meine, es ist zwar ein netter Effekt, dass sich die Welt um dich herum so ein bisschen aufbaut. Aber... ja. Wenn der Spieler dadurch halt weniger weiß, wo er lang muss. Fuck. Oder wenn du zu schnell bist. Okay. So, keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, aber... gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt heute mal Feierabend. Ich war lang genug. Kann ich auch mal einen Lolli nehmen? Ja. Machen. Do you really think it would be that easy? Once I see something I want, it's mine. Oops. Ach, verdammt. Ich würde sagen, es reicht für heute. War cool. Schön, dass ihr da wart. YouTube, macht's gut. Haut rein. Werde ich irgendwann zurechtschneiden. Bis dann.